Jetzt ist das für das für die Borussia heute Abend 8:11. Die Borussia übrigens in der vergangenen Woche noch einmal richtig abgesandt bei der Wahl zum Düsseldorfer Sportler des Jahres. Ein Mischung aus einer Wahl der Düsseldorfer im Internet und des Vereins Düsseldorfer Sportjournalisten. Da hat die Borussia zum einen als Team gewonnen, aber auch Timo Boll als erfolgreichster Düsseldorfer Sportler wurde dort geehrt. Vielen Dank an alle Zuschauer, die dort für uns abgestimmt haben.
Oh.
geht an Kamal Akanta, 11:6 und damit die 2:1 Führung. Meine Damen und Herren, ich habe es ja schon darauf hingewiesen, dass das Spiel am Sonntag gegen der Deutschland Münster stattfindet. Das nächste Spiel hier im Arak-Center kommt übrigens genau in einer Woche. Kommenden Freitag, 5.12. um 19 Uhr wieder in der Champions League dann die österreichische Mannschaft aus Lens. Jetzt aber erst einmal der kurze Satz zwischen der Hamburger Mannschaft und Kalinkos Köhler.